kurze Ablenkung. Auch da muss der Hund ruhig auf seinem Platz liegen bleiben. Sie sehen, zwei Runden Führung, drei Runden Führung waren außer sich, kommt jetzt wieder zurück. Und dann kann es natürlich passieren, dass der Hund aufsteht, was er zwar nicht tun sollte, aber wenn er es tut, ist das auch nicht schlimm. Rechtsüber gibt es die Anweisung Sitz und beendet dann die Übung. So, wir dürfen nochmal klatschen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Der Unterführer wird halt auf der Türholz auslegen. Der Hund muss dieses aber Türholz freundlich und schnell zurückbringen und auch da wieder eine Grundstellung, eine korrekte einnehmen. Schritte und gibt dem Hund Sicht- und Hörzeichen.
Der Rissuart steht hinter dem Hund, wird dann der Hundeführerin anweisen, was sie tun muss. Das war der Sitz. Das ist Stehen. Platz. Stehen. Sitz. Platz. Hervorragend gemacht. Sehr, meine Damen und Herren, das war die Vorführung des Hundesportzentrums Emmendingen.